Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei FC 25 beim Karrieremodus mit unserem FC Hansa Rostock. Herzlich willkommen, mein Name ist Gintonix, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen, meine lieben Co-Trainer, versammelt euch. Wir wollen Hansa zum Erfolg führen und als nächstes steht das DFB-Pokalspiel gegen Schalke 04 an. Ja, ich habe noch ein paar Änderungen getätigt, beziehungsweise bin auf ein paar Kommentare von euch eingegangen, habe Spieler gesucht etc. pp. Erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Vorschläge, das finde ich sehr, sehr cool. Ich habe aber noch zwei Sachen angepasst. Zum einen habe ich tatsächlich einen Trainingsplan angepasst und zwar werde ich Nils Frühling zum ZOM entwickeln. Ich finde ihn tatsächlich als Schattenstürmer sehr, sehr cool. Ich zeige euch auch gleich den Grund dafür. Und zwar habe ich nämlich die Aufstellung noch ein klein wenig angepasst. Ihr seht nämlich schon, wir spielen in einem 5-2-3-1 kompakt. Frühling wird hier tatsächlich den Schattenprofi mimen, weil ich bin nochmal die Taktik durchgegangen und ich glaube, ich habe so langsam auch verstanden. Also es ist ja so, dass wenn man hier jetzt drauf geht und dann zum Beispiel sagt, Flügelspiel, das ist unsere normale Aufstellung, so wie wir verteidigen im Prinzip. So, das ist die Aufstellung, wie wir verteidigen und mit Ball haben wir dann die folgende Aufstellung. Hier habe ich dann tatsächlich Frühling, also Haugen ist Anspielstation, Frühling ist Schattensturmprofi. Mader und Neidhardt sind beide offensive Flügelspieler. Harenbrock und Lebo sind so im Motoren, also die sind tatsächlich relativ frei in der Kreativität. Wie gesagt, Frühling, Schattensturmprofi, Schuster sichert das Ganze ab. Und im Angriff spielen wir trotzdem mit einer Dreierkette. Und zwar wird nämlich Pfanne in die Innenverteidigung rücken, sich zwischen die beiden Innenverteidiger schieben. Ich glaube, das ist halt ganz cool. Dann haben wir zumindest so die Absicherung, dass wir hinten immer noch vier Leute sind. Und ja, so habe ich mir das auf jeden Fall vorgestellt. Wir kommen hier auf jeden Fall über die Flügel. Haugen ist Anspielstation und Frühling wird sich vielleicht auch hoffentlich freilaufen und eben ein offensiver Mittelfeldprofi, der im Loch hinter den Sturmprofis agiert und oft mit gut getimten Läufen in den Strafraum für Torchancen sorgt. Genau, so wollen wir das tatsächlich angehen und ausprobieren. Ich glaube, das ist eine ganz coole Taktik. Ja, genau. Ach ja, dann gehen wir mal tatsächlich auf eure Wünsche ein. Und zwar wurde sich gewünscht, ich kann schon mal vorweg sagen, ich konnte dich auf alle eingehen, zum Beispiel von Americans DMS. Der hat vorgeschlagen, Nie Schalke, den kenne ich auch tatsächlich. Der hatte ja, glaube ich, bei Dortmund 2 oder so gespielt. Finde ich also erstmal sehr, sehr witziger Name, dass er Nie Schalke heißt und dann für Dortmund spielt. Der ist aber gewechselt zu Homburg, deswegen findet man ihn hier leider nicht. Und dann hattest du noch geschrieben Lindberg. Da weiß ich aber tatsächlich nicht genau, welchen Lindberg du meinst. Irgendwie kannst du da vielleicht nochmal Vor- und Nachnamen schreiben oder beziehungsweise den Vornamen dazu schreiben und wo Lindberg spielt. Dann kann ich da nämlich auf jeden Fall nochmal gucken. Ja, ansonsten haben wir tatsächlich als Vorschlag bekommen und die fand ich richtig, richtig gut. Wir haben als Vorschlag einmal den Kämlein bekommen, Aljoscha Kämlein zum Laien, kann man ja mal probieren. Und Tom Rothe, das wäre natürlich auch der Superwahnsinn, ist glaube ich ein relativ cooler Schienenspieler, hat aber zum Beispiel offensiver Flügelverteidigungsprofi, hat er aber tatsächlich nicht, witzigerweise. Seine Ausdauer ist aber sehr, sehr gut mit 75, also der kann die Schiene schön entlang gehen und hat richtig gute Flanken. Wir können tatsächlich mal gucken, weil wir bräuchten ja eigentlich auch noch einen ZM sehr, sehr dringend sogar. Deswegen würde ich jetzt mal den Aljoscha Kämlein hier mal ganz kurz eine Leihe vorschlagen. Dieser Verein ist nicht bereit, mit einem Rivalenclub über einen Wechsel zu verhandeln. Ja, sehr schön. Und da der andere wahrscheinlich auch davon ist, jo, wird das leider nichts. Sehr, sehr gut. Das freut uns doch. Kapi? Gut. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, ja, sehr, sehr schön. Wir haben hier tatsächlich jemanden, der ist aber ein bisschen zu teuer, ne? Ja, Erik Weckesser. Ioha. Der ist halt auch nicht so schnell, ne? Sonst würde ich den ja auch gerne leihen, ehrlich gesagt. Aber der ist leider nicht so fixy foxy. Das ist auch alles ein bisschen schwierig hier, Mensch. Flores. Der ist auch super schnell, aber der ist auch linker Flügel. Das haben wir ja gar nicht unbedingt. Aber gilt als Weltklasse-Talent. Aber von den freien Spielern wollen wir uns ja so ein bisschen fernhalten. So, rechtes Mittelfeld brauchen wir jetzt gar nicht mehr unbedingt. Brauchen jetzt auf jeden Fall einen RV. Da haben wir ja eigentlich einen.
der aber leider ständig ablehnt, den wir da gerne haben würden als, als Ersatz hinter Jan Mader. Okay, wir können sonst noch mal ganz kurz gucken. Wir schauen noch mal hier auf Profisuche und gucken doch einfach noch mal in die erste Bundesliga. Weil vielleicht können wir ja noch jemand Jungen leihen. Das wäre ja sehr, sehr cool. Sagen wir mal bis, ja, machen wir mal bis 22. Was haben wir denn da? Ja gut, Adeyemi, das ist ein bisschen zu crazy. Skelly Alvaro, ja, das wäre natürlich auch cool, wenn wir den irgendwie bekommen könnten. Der würde mir sehr gefallen. Der würde mir richtig gut gefallen. Ich packe den mal auf die Wunschliste drauf. Ansonsten... bei Joa. Den haben wir tatsächlich in der letzten Karriere gekauft. Simian Bayer, ja, wäre schön, ne? Das ist aber... Ichiabu Breithaupt wäre natürlich auch top. Und Bröger wäre auch super klasse. Ja, die sind alle schon ein bisschen zu krass. Igovic. Ankunda, ja, der wäre natürlich auch crazy, ne? Der verdient auch sehr, sehr viel Geld tatsächlich. Kretzig wäre auch cool. Ja, Lichtes, den hatten wir ja schon, ne? Den kennen wir ja, den alten Bekannten. Makengo ist so gut. Da sind auf jeden Fall doch noch der ein oder andere Spieler, der auf jeden Fall richtig, richtig jung ist. Udraogo. Natürlich auch cool, wenn wir den leihen könnten. Aber glaube ich ein bisschen zu heavy. Rieder wäre natürlich auch cool. Rosenfelder wäre auch klasse. Ja doch, da sind auf jeden Fall einige Spieler, die ganz interessant sind. Aber ich glaube, die sind dann auch ein bisschen zu teuer. Paul Wanner wäre halt geil, ne? Ich find's krass, dass der noch diese Stats hat, weil das dürfte er eigentlich nicht mehr hinhauen. Ich wollte aber tatsächlich auch noch mal ganz kurz in die Teamzentrale gucken, weil wir müssen uns ja auch mal mit den Finanzen mal so ein bisschen auseinandersetzen. Wer verdient denn hier am meisten Geld? Damit wir wissen, was wir uns... Ach ja, unser neuer Spieler verdient das meiste Geld jetzt. Ah ja, okay. 6.000. Ansonsten hier 5.000, 5.000, 6.000 bis 5.000. Boah, das ist halt auch nicht viel Kohle, ne? Das ist halt auch echt nicht viel Geld. Die verdienen alle zu viel. Ich meine, selbst wenn wir da auf 50-50 gehen, boah, sind wir bei 8.000. Das ist halt richtig viel Knete, ne? Können wir den vorschlagen, Laie. Nicht interessiert, der Breithaupt. Auch nicht interessiert. Oh, Junge, Junge, Junge. Das ist aber auch, dieses Jahr ist aber auch wirklich hart, ne? Aber ich meine, gut, wir haben es uns so ausgesucht, ne? Mit der Härte. Wir gehen jetzt mal tatsächlich in die zweite Bundesliga. Gucken da nochmal nach Talenten irgendwie, ob wir da vielleicht was abgreifen können. Da jemand Gutes dabei ist. War
So ein bisschen was leihen wäre doch ganz nice eigentlich, oder was? Ja, Jens Kastrop wäre natürlich crazy, aber den werden sie nicht verleihen. Das ist ja wohl logisch. Konzbruch auch nicht, glaube ich. Finkgräfe wäre auch crazy, den zu haben. Boah, das ist natürlich echt super schwierig, weil wir halt auch nicht so viel Auswahl haben. Das ist echt schade. Maurice Kratenmacher. Der sieht natürlich auch ganz nett aus. Das ist auch nur verliehen. Verdammt, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ja, Königsdörfer wären natürlich crazy. Massa wäre natürlich auch cool. Auch verliehen an Düsseldorf. Verdammt, Mensch. Momolu, den kennen wir ja eigentlich. 63. Ist ein bisschen besser geworden, habe ich den Eindruck. Das Ding ist aber, ich glaube, die haben aber auch die Stärken ordentlich runtergedreht von der zweiten Liga. Kann das sein? Also, da ist nicht mehr so viel, was so richtig ausreißt, wenn ich das mal so sagen darf. Boah, schwierig, 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 Freunde. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde mal sagen, wir schicken nochmal einen Scout los. Und zwar möchten wir... Nein, das ist falsch. Weil für ein rechtes Mittelfeld haben wir ja schon... für ein rechtes Mittelfeld haben wir jetzt ja einen. Machen wir mal Auftrag bearbeiten. Und da gehen wir mal ins Mittelfeld und machen mal... Machen mal nochmal ZDM oder haben wir noch ein ZOM? Wait a minute, wir müssen mal ganz kurz was gucken. Wir müssen mal ganz kurz was gucken. Und zwar, wir gehen nochmal in die Teamzentrale. So, da ist ja jetzt alles sortiert. Also, wir spielen ja jetzt gerade in ZDM und ZOM. So, und man sieht tatsächlich, wir brauchen ZOMs. Wir haben ZOM gar nichts zum Wechseln. Dann gehen wir auf ZOM natürlich. Upsi, pupsi. So, wir löschen mal den Auftrag. Machen einen neuen. Mittelfeld. Upsi. Mittelfeld. ZOM. So. Ersatz machen wir. Obwohl, wir können auch Stammprofi-Qualität. Obwohl, ne, wir machen mal Ersatz. Vielleicht kriegen wir noch jemanden zum Entwickeln. Machen wir mal bis. Ja, bis 25. Das ist in Ordnung. So, dann soll da mal gescoutet werden. Ja, gucke mal. Der Jari Otto zum Beispiel. Der sieht doch. Der kann auch Motor, der hat ganz gute Stats, hat eine gute Ausdauer. Der würde mir schon mal gefallen. Den packen wir mal auf die Wunschliste drauf. Aber wir müssen auf jeden Fall unseren Rechtsverteidiger nochmal holen, ne? Das ist ja wohl ganz klar. Aber gut, als erstes wollen wir jetzt mal ins Training gehen. Und was machen wir denn? Ruhepol, ich glaube, das ist ganz cool. Ruhepol ist, glaube ich, ganz cool, oder? Dribbling-Labyrinth. Ja, wir machen mal passen. Oh, Power-Kopfball, das sieht doch nice aus. Komm, das probieren wir jetzt mal. Let's go. Oh, der ist natürlich viel zu weit. Uff.
Ja, der ist besser. Ah, Mensch, Haugen. Schade. Der Such war gut. Nee, das war ein bisschen zu doll. Sehr schöner Pass. Come on. Oh, Pfosten drin. Nice, sehr gut. Richtig schön. Komm, zack. Schade. Ball wurde verloren. Schöner Pass. Hä, lass doch laufen. So, ich sag ganz ehrlich, wir machen das nochmal. Übung nochmal versuchen. Das war nämlich blöd jetzt gerade. Schönes Tor. Gut gemacht. Gut gemacht. Noch ein Tor. Sehr schön. Schade. Hä? Ist doch laufen. Oh, schade. Ups. Dachte eigentlich, dass ich das ordentlich gedrückt habe. Habe ich aber nicht. Schöne Flanke. Schade, ne? Das wird wieder nix. Ich finde, die Übungen sind ganz schön schwer, die Trainingsübungen. Wir versuchen es nochmal. Ey, sorry, aber wir müssen das doch jetzt mal hinkriegen, Mensch. Schade. Hä? Das ist ja auch schon wieder wild jetzt hier, ne? Zack. Schöne Flanke eigentlich. Aber Satz mit X, das war wohl nix. Schönes Ding von Harenbrock, schade. Hä, hey, ich mach doch den Dingspass. Das ist doch ein Blödsinn. Nee, das ist alles nicht so gut, ey. Schade. Und der letzte Versuch, come on. Wir müssen das nochmal jetzt hinkriegen, Leute. Schade. Schönes Ding. Schönes Ding. Komm. Oh, Pfosten. Schade. Harenbrock, schönes Ding, come on. Verdammt. Verdammt, das Satz mit X war wohl nix. Gut, Aufgabe gemeistert. Ja, einfach nichts geschafft. Schön. Okay, die Trainingssachen sind auf jeden Fall sehr, sehr schwer. So, aber das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall an. Oh, wir sollten auf jeden Fall Pfanne nochmal wieder zu unserem Kapitän machen, zu unserem El Capitano. Da wollen wir natürlich realistisch bleiben. Realistiki? Realistico. So, Pfanne. Ja. Sehr schön. Okay.
Gut, und dann wollen wir doch mal reingehen in den Spieltag gegen Schalke 04. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir empfangen erstmal gar keinen. Wir passen erstmal die Trikots an. Das ist wirklich, also das Hansa-Trikot dieses Jahr ist echt ein bisschen, boah, bisschen hardcore. Wartet mal. Ich glaube, da ist das so nämlich tatsächlich ein bisschen besser. Spielen wir in Blau also zu Hause. So, also meine lieben Freunde, es ist angerichtet. Der FC Hansa Rostock empfängt Schalke 04 im DFB-Pokal um 15.30 Uhr im Ostseestadion am 27. Juli 2024. Es regnet. Schiedsrichter ist Steffen Schwurbel. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis gleich. Let's go. Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen. Da sind wir im wunderschönen Ostseestadion. Wir sehen hier rein. DFB-Pokal, Ostseestadion, Hansa Rostock gegen Schalke 04. Herzlich willkommen beim ersten Pflichtspiel für unseren FC Hansa. Hier sehen wir die schöne Choreo mit Damian Rosbach, der sich freut. Sehr, sehr gut. Hier ist unser Team. Stellen sich schön erstmal auf hier. Haugen natürlich im Blickfeld. Neuzugang bei unserem FC Hansa. Tatsächlich bisher der einzige Spieler, der, glaube ich, getroffen hat bei uns. Also zumindest, wo wir selbst gespielt haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das werden wird. Schalke natürlich richtig top. Hier sehen wir Ophoff. Der sah gerade so aus wie Dings. Hier sehen wir die Aufstellung 4-2-3-1 spielt Hansa. Das ist ja übrigens auch neu jetzt. Man konnte das ja endlich wieder einstellen, dass man diesen Vorspann sehen kann vom Spiel. Aber ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr cool. So können wir uns nämlich auch über das Gegnerteam informieren, wenn es denn kommt. Da begrüßen sie sich. Schön Shake Hands machen. Sehr, sehr gut. Moin, alle begrüßen ja hier Karaman. Natürlich richtig krass. Karaman nicht Kapitän. Wundert mich, ehrlich gesagt. Moussa Sia vorne. Antwi Adjei. Karaman. Auf jeden Fall sind da ein paar richtig crazy Leute drin. Ralf Fährmann im Tor tatsächlich wieder. Also Fährmann kriegt doch wieder das Vertrauen. Es ist ja ein Hin und Her. Anton Donkor, auch ehemaliger Hansa-Spieler. Und Ralf Fährmann mit der 51. Ganz besondere Nummer für ihn. Eieieiei. Hier sehen wir nochmal das schöne Stadion. Wunderschön im Ostseestadion. Es geht los. Schalke darf anstoßen. Wir sind bereit. Ich hoffe, ihr seid... Also wir sind natürlich bereit. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Also wollen wir tatsächlich mal reingehen. Let's go, auf geht's. Schalke darf anstoßen und viel Spaß beim DFB-Pokalspiel. Ich hoffe, das wird was. Donkor. Antwi Adjei. Sia. Donkor stößt hier durch auf der Außenbahn. Durch hier reinzuziehen. Das muss abseits gewesen sein. Das war abseits, jawohl. Glück gehabt. Gut hat der Linienrichter aufgepasst. Sehr schön. Erstes Mal jetzt Hansa am Ball. So, wir versuchen erstmal ein relativ ruhiges Passspiel aufzuziehen. Oh, das war nicht so gut von Harenbrock. Karaman. Vor dem habe ich wirklich ein bisschen Schiss, ne? Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Oh, Mader verliert hier den Ball. Nicht gut. Wir müssen hier echt ein bisschen aufpassen. Schön gemacht von Mader. Gut aufgepasst. Stark. Gibt sogar Szenenapplaus, der ein bisschen komisch klang gerade. Oh, da müssen wir dranbleiben. Der erste Schuss hier von Schalke, aber kein Problem für Ophoff. Alles gut. Oh, Fehlpass von Gürlien. Fangen da die gleichen Unsicherheiten an, wie in echt auch. Oh, Neidhardt, gut den Ball geholt. Und jetzt könnte es ganz schnell nach vorne gehen. Come on, Harenbrock.
Leider fehlen ihm aber hier ein paar Anstoß, ein paar Passmöglichkeiten. Was ein bisschen schade ist, Le Beau hat wieder Ball verloren. Das ist ein bisschen schade. Wir müssen uns erstmal dran gewöhnen, ehrlich gesagt. Ist ja auch klar. Alles gar nicht so einfach schön von Pfanne. Oh, und wieder Ballverlust. Haraman. Gut geklärt hier von Gürlian. So. Frühling. Harenbrock. Le Beau hat einen Hintermann. Oh Mann, da trippeln sie uns tatsächlich hier, Le Beau. Spannend. Schön von Schuster. Gut gemacht. Le Beau. Oh, was macht denn Frühling da? Das war aber schlecht angenommen. Gantenbein ist durch. Nee, doch nicht. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Ballbesitz gerade, die Schalker. Wir können gerade nicht so viel tun. 65% Ballbesitz, das ist natürlich enorm. Aktuell noch nicht so die Schnitte, ehrlich gesagt. Schön. Schön gemacht. So, komm. Harenbrock da oben hat ein bisschen Platz. Wir haben auch sehr, sehr langsame Spiele, habe ich so ein bisschen den Eindruck, ne? Das ist so ein bisschen schade. Oh, schade. Und dann der Pass da auf Haugen, der war natürlich nicht gut. Komm, schön pressen. Schön Pressing machen. Schön dranbleiben, Kopfball. Ach, jetzt weiß ich auch, wer das wieder am Anfang war. Kaminski war das. Gut gemacht von vorne. Nein, ich wollte doch eigentlich zu Frühling spielen. Schön gemacht, Neidhardt. Neidhardt mit der Flanke auf Haugen. Oh, aber immerhin Eckball, immerhin. Ey, ich meine, ist in Ordnung. Eckball Le Beau, er sagt erstmal, beruhigt euch, wir haben das, ganz ruhig. So, Flanke auf Rosbach, oh mein Gott, erster Eckball, Riesenmöglichkeit für Hansa. Guter Kopfball, gute Flanke, gute Ecke, alles gut. Schöne Flanke von Le Beau. Oh, Mader mal ganz frech. Mader mal richtig frech. So, nächster Eckball, Harenbrock. Schön gemacht von Neidhardt. Jetzt müssen wir wieder uns sortieren, aufpassen hier. Aufpassen. Oh, getunnelt. Aufgepasst von Mader. Oh Mann. Okay, also so harte Pässe sind nicht so gut tatsächlich. Oh, Rosbach, schön gemacht. Gute Grätsche. Stark, so wollen wir das sehen. Kämpfen, Leute. Dachte ehrlich gesagt, den habe ich. Schallenberg. Gut. Oh, gut, 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 gut. Oh nein! Was war das denn? Oh, Gürlian mit dem Riesenbock. Was war das denn? Oh mein Gott, und der verletzt sich sogar noch dabei. 1:0 für Schalke. Uff. Was war denn das? Das war ja richtig trottelig. Er hat doch hier den Ball und dann, was macht er da? Oh, Gürlian passt nicht auf und verletzt sich. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Und es ist auch wieder so, wie es vorher auch war. Natürlich genau in der 45. fangen wir uns das Ding. Es ist so herrlich, wirklich. Es ist so geil. Okay, komm. Auf geht's, zweite Hälfte. Das ist eigentlich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Also es passiert tatsächlich gar nicht mal so viel, ehrlich gesagt. Was ist... Hä? Also manchmal ist das aber auch ein bisschen wild, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Jetzt sagen sie wieder, Gürlian ist verletzt. Wir haben doch gerade geguckt, der ist nicht verletzt mehr. Oh mein Gott.
Oh, was machen die denn da? Mensch. Hansa. Opov, komm. Hast du. Jawohl, hat er. Sehr gut. Sehr schön, Harenbrock. Gute Flanke auf Haugen. Aber es war abseits. Oh nein, gerade so. Das war aber richtig knapp, glaube ich. Aber bisher passiert hier wirklich nicht viel, ey. Wie lange braucht Neidhardt da bitte, um den Ball gerade zu passen? What? Eieieiei. Also man merkt ein bisschen, die steuern sich wie ein Auto. Wirklich. Also man merkt, man hat da auf jeden Fall gedreht an der Stärke der Spieler, finde ich. Also, buff. Man merkt auf jeden Fall, da läuft noch nicht so viel zusammen. Ah, schade. Guter Versuch hier von Harenbrock. Gemacht. Ey! Oh, es hat Haugen gerade so gut gemacht mit dem Rücken, ne? So gut hat er das gemacht gerade. Ach Mann, ey, wir kommen aber auch nicht wirklich voran, ne? Das ist so schade. Maida, sehr gut gemacht. Keine wirklichen Torchancen, nicht wirklich Ballbesitz. Das ist schon uff. Ist auf jeden Fall was anderes als letztes Jahr. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, als das FC 24. Aber da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen, sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Oh mein Gott, Mader passt hier nicht auf. Was ist denn das schon wieder für ein Müll? Aber da passt er gut auf. Come on jetzt aber. Le Beau. Gut gemacht auf Frühling. Harenbrock. Nein. Boah, ist ganz schön schwer, Tore zu schießen, sag ich euch. Schön gemacht auf Neidhardt. Ja, und dann verliert er da wieder den Ball, weil er den sich zu weit vorlegt. Das kann doch nicht wahr sein, wirklich. Das ist nicht schön, komm. Was hat denn Harenbrock da gemacht gerade? Warum zieht er da so das Bein so komisch hoch? Uff, ey. Das gefällt mir ja gar nicht. So, wir werden jetzt hier Ken Zombie und so mal auf die Außen schicken. Vorne, ne, hier Jonjic und ganz nach vorne Naderi. Der ist ja ziemlich groß. Also, da läuft ja nix. Nach vorne. Das muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Oder wir dürfen wieder ein paar Game-Slider-Einstellungen vornehmen. Ich meine, wir haben ja absichtlich schon auf Simulation gemacht. Sag mal, wie lange brauchen eigentlich die Leute, um hier zu passen? Das ist so crazy. Ich sag euch das. Schöner Pass auf Haugen. Ach, der Pass war geil, ne? Der Pass war richtig geil, Leute. Ey! Mann, dann immer in so einer wichtigen Situation. Das ist doch... Ah. In solchen wichtigen Situationen kriegen wir dann den Ball plötzlich nicht mehr so ordentlich angenommen. Das ist doch doof. Das ist doch richtig... Ja, genau. Genau, komm. Hallo? Hallo, warum darf ich Gölien nicht haben? Und da steht es 2:0. Oh, und schon wieder. Dauert das so ewig hier alles? So, jetzt aber. Komm. Pfanne. Haugen. Auf Mader. Mader mit der Flanke auf Haugen. Aber das war wohl nichts. Aber wir dürfen auch nicht auswechseln. Der Ball kommt auch nicht ins Aus oder so, ne? Das ist ja auch insane. Das ist ja auch schon wieder so lächerlich alles hier. Ja. Wie soll ich das denn hinkriegen?
Oh Mann, ey. Schön. Komm. Aber das wird auch nichts. Wir dürfen noch nicht mal wechseln, Freunde. Wir dürfen noch nicht mal wechseln. Guckt euch das mal an. Das ist so lächerlich. Ja, wir verlieren 1:0 gegen Schalke. Da läuft ja gar nichts nach vorne. Wir dürfen noch nicht mal wechseln. Das ist, boah, hart. Hart, 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 sag ich euch. Saisonstart ist schon wieder, ehrlich gesagt, für die Cuts 34% Ballbesitz. Das ist uff, also großes uff. Boah. Zum Glück habe ich eingestellt, dass der Forscher uns nicht entlassen kann. So, was hatte der gesagt? Der wollte mit uns ins Viertelfinale? Bei Haugen lief es heute nicht richtig. Es gab nur 0 Schüsse. Sind Sie von dieser Leistung enttäuscht? Haugen motivieren. Wir haben unsere Strategie nicht umgesetzt. Das muss besser werden. Haugen sieht das auch so. Pfanne war heute mit tollen Pässen, die fast immer ankamen, der Motor ihres Spiels. Sind Sie frustriert, dass trotzdem kein Sieg rausgekommen ist? Pfanne trösten. Ja, er hat das gut gemacht. Wir wollen den Ballbesitz kontrollieren, das Tempo diktieren. Pfanne hat heute eine tolle Leistung gezeigt, aber der Gegner hat seine Chance einfach nicht genutzt. Das ist jetzt auch das neue Interviewsystem. Jan Mader konnte die gegnerische Mannschaft heute oft stören. Frustriert ist sie, dass trotz dieser tollen Defensivleistung kein Sieg rausgekommen ist. Wir trösten ihn natürlich auch. Mader hat eine tolle Defensivleistung gezeigt. Wir müssen uns aber vor dem Tor mehr konzentrieren, um dem Spiel stärker unseren Stempel aufzudrücken. Ja, das auf jeden Fall. Uff, ey. Das war ja ein erstes Pflichtspiel, sage ich euch. Das ist ja wirklich, 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 wirklich eine... Ja. Ich sage aber ganz ehrlich, das Flügelspiel vielleicht gefällt mir doch nicht so gut. Obwohl doch eigentlich schon, ne? Aber mir gefällt vorne das mit der Anspielstation echt nicht so gut. Das Haugen halt einfach, also der macht ja nichts da vorne, oder? Oder glaubt ihr, es liegt daran, wenn ich den jetzt wahrscheinlich umstelle? Ja, dann sagt er halt wieder, nee, ist nicht. Das ist so blöd, ne? Egal, wir dürfen es nicht über den Haufen werfen. Wir müssen einfach weiter probieren. Trainingspläne ansehen. Ja, ich glaube, das wird schon passen. Neue Jugendprofi-Rollen. Okay, hier bei den beiden, oder was? Rolle übernehmen, Schattensturm-Profi. Oh ja, cool. Ach so, dass der jetzt wechseln kann. Neue Rolle hinzugefügt. Description show when the player upgraded an existing role. Ah ja, okay. Huch, was ist da los? Flügelmotor, ja, ist auch in Ordnung. Zack, bumm. Sehr schön. Neue Nachricht von Fröhling. Hallo Boss, wird viel über meine aktuelle Position geredet. Aus meiner Sicht machst du das sehr, sehr gut. Also du bist ja auch gerade umgeschult. Neue E-Mail vom Trainerteam. Entwicklungsplan von Haugen. Der lief gut, oder was? Ja, machen wir noch mal ein bisschen Knipser hier. Puh, und eigentlich würde ich ja jetzt gerne nochmal jemanden verpflichten. Jemand verlässt uns. Wer ist es? Max Hagemoser wird ausgeliehen zum FC Blackpool. Sehr, sehr schön. Kann ein bisschen Spielpraxis sammeln. Das ist gut. Geänderter Spieltermin. Okay. Ich wollte tatsächlich nochmal ganz kurz auf die Ziele gucken. Warte mal, wo finde ich das denn nochmal? Im Büro, ne? Ja, Ziele. So, wir gucken mal ganz kurz. Achtelfinale sollten wir erreichen. Das ist so lächerlich. Also, sorry, wenn ich das sage. Das ist so lächerlich. Also, ja. Brauchen wir nichts sagen, ne? Nö, 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 brauchen wir nichts sagen. So, aktualisierte Scout-Berichte. Ach so, ja. Oh, wir hätten mal bei den Aufträgen gucken können. Ich Trollo. Sorry. Frederik Schmal, der sieht doch auch ganz gut aus, aber der Kollege hier gefällt mir auch schon mal gut. Schwacher Fuß. Verfügbar Rollen 8.
Er ist auf jeden Fall ein bisschen fixer. Wirklichkeit, Ausdauer ist aber nicht so gut. Aber den Schmal, den machen wir auch mal auf die Wunschliste. So, aber ich würde ja jetzt am liebsten ja nochmal bitte unbedingt den einen Kollegen Schnürschuh hier verpflichten, den hier. Der gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Den würden wir gerne shoppen. Suchen wir es mal mit 900.000. Na, 30. Komm schon. Das machen sie jetzt auf einmal. Okay. Sehr schön. Dann verhandeln wir doch auch gleich mal mit ihm. So, ich hoffe, er ist mit Rotation zufrieden. Er will bestimmt wichtig haben. Warum kann ich jetzt gerade kein X drücken? Ja, er möchte wichtig haben. 4-Jahres-Vertrag. Das finde ich an sich in Ordnung. Schön. Akzeptieren wir mal 3,7. Ja, gucke mal. Das ist doch auf jeden Fall auch Kohle, die wir gut finden. Das ist sehr schön. Wir haben einen weiteren Neuzugang. Zukowski kommt zu unserem FC Hansa Rostock. Wird hier begrüßt. Sehr schön. Herzlich willkommen bei deinem neuen Club. Der Trainer ist auch gleich da. Der ist aber sehr viel beschäftigt. Moin, sag ich dir. Moin, Meister. Ich bin gleich wieder bei dir, haben wir gezeigt. Er macht jetzt erstmal den Medizincheck. Ob da soweit alles in Ordnung ist, hoffen wir doch mal, dass alles in Ordnung ist. Außer wir finden jetzt noch was, das wäre sehr ungünstig. Trikot passt ihm natürlich wie angegossen, richtig schick, sehr, sehr schön. Gefällt uns, nochmal ein für die Breite geholt. Nice one. Sehr gut, freut mich. Freut mich, dann haben wir nämlich für Maeda tatsächlich noch jemanden. Was echt wichtig ist. So. Ja, guck doch mal, das läuft doch schon mal sehr gut. Sehr schön. So, ansonsten. 2 aktualisierte Scout-Berichte. Ach so. Wir noch mal so ein bisschen. Ja, Biancardi wäre halt auch noch mal wieder ein absoluter Burner, ne? Mehr will Biancardi. Lang, lang ist's her, Freunde. Der ist auch immer irgendwie zu haben, ne? Der Antunia. Der ist auch immer zu haben. So, Jugend-Scout-Berichte. Sehr schön. Wir haben die ersten Scout-Einschätzungen. Bin gespannt. Uff, das ist aber nicht so schön. Uff. Uff. Der sieht doch besser aus. Felix Wagner. 71 bis 94, den nehmen wir natürlich mit. Oh, 1,3. Philipp Beck. Junge, der sieht ja richtig schicko aus. Den nehmen wir natürlich mit. Und hier ist noch ein Bericht. Der ist jetzt gut, aber sein Potenzial ist ja Grütze. Auch Grützenpotenzial. Der geht eigentlich. Und hier ist sogar Lindberg, wie es gewünscht war, dass wir uns den angucken sollten. Das war bestimmt nicht so geplant. Interesse an Chiamiti. Ja, gut, das ist okay. Gut, dann können wir aber mal ganz kurz. Warum sind wir immer noch beim Teammanagement? Okay. Wir sind irgendwie beim Teammanagement drin. Ich weiß nicht, ob wir hier rauskommen. Uff. Ich schaue mir das mal an. Ich beende mal ganz kurz. Ich, ja, stopp mal die Aufnahme. Wie ungünstig ist das denn? So, da sind wir wieder. Ja, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Wir waren noch im Teammanagement irgendwie drin. Das war ja auch äußerst ungünstig, wenn man mal ganz ehrlich ist. Okay, 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 okay. So, ich würde aber gerne, wie gesagt, nochmal einen ZOM haben. Einer eigentlich, der nochmal so richtig schön Power bringt. Fand ich ja den Schmal ganz cool.
Aber wir können auch noch mal ein bisschen warten. Wir starten vor allen Dingen gleich gegen Dynamo Dresden. Ist natürlich auch super heavy. Direkt mit dem Duell, ey. Hä? Wieso ist jetzt plötzlich jede... warte mal, hat er jetzt gerade den Auftrag überschrieben? Ja, das sind ja ganz wilde Sachen hier. Das sind ja ganz wilde Sachen. Ich wollte aber jetzt hier tatsächlich nochmal ganz kurz ein bisschen Stammprofi-Qualität machen. Dass wir da nochmal genauer reingucken. Und dann würde ich aber auch sagen, machen wir tatsächlich auch nochmal... den Ostkracher hier direkt zum Anfang. Das ist das Team von Dynamo. Richtig heavy ist das. Also finde ich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen das Kutschke auf der Bank ist das so crazy, ne? Da kommt einfach so viel Power von der Bank. Tiki-Taka spielen sie. Ich weiß auch immer noch nicht so genau, ob Flügelspiel tatsächlich für uns das Richtige ist. Ich sage euch ganz ehrlich, komm, wir probieren tatsächlich einfach mal so ein klein wenig was aus, ja? Mach mal Voreinstellung ändern. Mach mal Tiki-Taka. Oh, Tiki-Taka geht tatsächlich auch. Gegenpressing sind alle ganz schlecht. Fühlen sich überall wohl. Ja, Tiki-Taka finde ich eigentlich ziemlich nice. Komm, wir probieren das einfach mal, okay? Wir probieren das einfach mal aus, ey. Also, wir müssen uns ja halt auch erstmal finden, ne? Müssen uns ja auch erstmal finden. So, jetzt würde ich aber gerne hier nochmal die Taktik angehen. Mit Ball. Falsche 9, das Tiki-Taka. Okay, aber an sich gefällt mir das. Mangelnde Offensivoption. Schwäche bei den Defensivrollen. Tiefstehender Motor, Absicherung. Die Absicherung ist schon gut. Ja, Fallsback kann er tatsächlich. Das ist ja auch geil. Wir probieren es einfach mal aus. Komm, wir machen mal Tiki-Taka. Wir müssen ja Sachen ausprobieren, ne? Ist halt einfach so. Ich meine, das passt jetzt vielleicht eigentlich nicht direkt zum Hansa-Spiel. Aber wir versuchen es mal. Ach ja, ich wollte noch mal ganz kurz gucken, was haben wir denn hier noch mal als... wie schnell wir dann spielen und so. Und ja, falls ihr euch wundert, wieso jetzt am Anfang tatsächlich warum die Folgen so lange dauern, das ist natürlich sehr klar. Wir wollen uns hier erstmal reinfuchsen und ich möchte natürlich auch so einen kleinen Bonus euch geben, damit wir hier schön viel Content auf zu dem neuen Spiel FC 25 bekommen. Rollenupdate für King Manu. Sehr schön, Vorstopper kann er übernehmen, jawohl, nehmen wir doch mal die Rolle, zack, bumm. Fällt mir schon mal. So, Training vor dem Spiel, das machen wir nicht. Zwei neue Jugendspielrollen verfügbar. Bestätigen, sehr schön. Wait a minute, was? Was habe ich da gerade gesehen? Warum hat er denn gerade einen Schritt zurück gemacht? Das war ja auch witzig. Lanius. Vom nächsten Spiel hängt wirklich viel ab, dass ich die Position viel besser ausfüllen könnte als er. Okay, du bekommst deine Chance. Wenn er das sagt so, ey yo, dann kriegt er die Chance natürlich auch. Wir gehen mal aber zur Pressekonferenz als erstes. Jo, sprich mit den Medien, das kriegen wir hin. Moin! Im letzten Spiel hatte Frühling 12 erfolgreiche Pässe und eine Genauigkeit von 86%. Hätte Frühling das noch besser machen können? Naja, ehrlich gesagt, natürlich kann das Frühling immer ein bisschen besser machen.
Aber an sich war das doch tatsächlich schon mal eigentlich halt echt ganz gut. Also wir können sehr zufrieden sein. Aber man kann sich da bisher nicht drüber beschweren. Jan Mader. Mader scheint sich auf der offensiver Flügelverteidiger-Profi-Position wohlzufühlen. Werden wir das also künftig öfter erleben? Da müssen wir mal ganz kurz schauen und erstmal gucken, wie es so läuft, weil man braucht natürlich, also man kann nicht einfach nur sagen, ja, nur weil er die Rolle jetzt gut macht, wir brauchen ihn natürlich da, wo wir ihn brauchen, logischerweise, ne? Warum stellen Sie Neidhardt auf offensiver Flügelverteidiger Profi-Position? Sind Sie zuversichtlich, dass Neidhardt diese Aufgabe gut macht? Na klar, wird er die gut machen, wir ermutigen ihn erstmal. Er wird das großartig machen, aber wir spielen ja jetzt auch mit einer anderen Taktik. Also von daher, wir kriegen jetzt auf jeden Fall schon mal so ein bisschen andere Fragen, merkt man. Was grundsätzlich ja erstmal gar nicht so verkehrt ist. So, und dann gehen wir mal ins Teammanagement rein und statt... Oh, ich merke auch gerade, warum ist denn Rosbach auch rechts? Das macht ja gar keinen Sinn, der hat doch einen linken Fuß. Uff, das ist auch nicht gut, ne? Das tut mir ja natürlich leid. Das muss natürlich, wenn, so rum. Das ist natürlich viel schlauer. Das ist doch natürlich viel schlauer. So, Spieltag. Also, Gürligen, also Lanius denkt, er macht es besser, ja? Gut, dann werden wir das natürlich ausprobieren. Wollen wir sonst tatsächlich was verändern? Wir können... Oh. Nee, nicht wirklich. Ich glaube, ich bin eigentlich so an sich erstmal ganz zufrieden. Wir werden so reingehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Es ist angerechnet, wir spielen gegen Dynamo Dresden im ersten Saisonspiel in der dritten Liga um 14 Uhr im Ostseestadion. Dynamo Dresden zu Gast, wie gesagt, 4. August 2024. Schiedsrichter ist Heimo Wasserschneider. Es regnet und wir legen los. Let's go, Hansa. Auf geht's. Kämpfen und siegen. Au! Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen im Ostseestadion. Rostock gegen Dynamo Dresden. Wir legen aber sofort los. Warten nicht so lange. Auf geht's. Ich hab Bock, Freunde. Wir probieren es mit der neuen Taktik mit Tiki-Taka. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie wir das denn so haben wollen. Ja, man merkt auf jeden Fall, hier bieten sich schon mal mehrere an. Oh, sehr gut gemacht. Le Beau, sehr schön. Ole Bo setzt sich hier klasse durch. Sehr gut. Auf Frühling. Und Frühling schießt einfach mal und volle Pulle auf den Torwart Schreiber hier mit einer guten Parade. Sehr schön gemacht. Aber erste Torchance für Hansa. Das freut mich doch. Da Ferner. Risch. Oh, Jan Mader, das war nicht so gut. Da Ferner. Oh, guter Pass auf Da Ferner. Meißner. Oh, gute Parade von Opoff. Sehr schön gemacht. Jan Mader, der hier auf Le Beau. Gut gemacht. Hat hier ein bisschen Platz tatsächlich. Neidhardt. Schöne Flanke auf Haren Brock. Sehr gut gemacht. Come on. Auf Haugen. Haugen schießt. Oh. War leider geblockt. Schade. Versuchen hier ein bisschen Druck zu machen auf die Dresdner. Klappt bisher sehr, sehr gut. Le Beau. Auf Frühling. Frühling schießt einfach mal. Schreiber, gut gehalten. Gut gehalten. Wir können eigentlich ganz zufrieden sein bisher. Das läuft doch eigentlich. Hahnbrock sagt aber ruhig. Oh, wir haben ein bisschen Wind. Merken wir gerade. Das haben wir auch eingestellt, dass das gibt. Ein bisschen Einfluss auf den Ball hat. Dynamo klärt erstmal. Also, neuer Aufbau. Pfanne auf Neidhardt. Schuster, Rosbach.
Oh, schöner Pass auf LeBeau. Oh, leider abseits. Schade, aber gefällt mir schon mal ganz gut, wie das hier läuft jetzt gerade. Oh, da hätten wir den Ball schon haben können. Schade. Schade, 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 Schokolade. Hauptmann. Oh, guter Pass hier. Auf Meißner. Meißner. Grätsche rein. Opi hält aber. Gut gemacht. Oh mein Gott. Schöne Parade von Opov. Sehr, sehr gut. Weiterhin 0 zu 0. Dynamo Dresden mit dem Eckball. Heise. Spielt hier kurz auf der Ferner. Wundert mich. Okay, 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 okay. Da hatte ich gerade ein bisschen Panik. Hab einfach durch die Verteidiger durchgesäppt und nicht den richtigen bekommen. LeBeau. Oh Mann. Weiter nach vorne, Mader. Wenn er da ein bisschen weiter nach vorne kommt, dann ist er da durch. Schön gemacht von Mader. Gut gemacht. Guter Pass auf Haaren. Brock. Oh nein. Aber er holt sich hier den Ball. Bleibt aber weiter dran. Frühling hat hier ein bisschen Platz und schießt. Und oh mein Gott, was für ein Ding. Oh, den hat er sich aber ganz gut ausgeguckt. Ey, das wäre ja ein Wahnsinnstor gewesen. Da dachte man eigentlich, der Angriff ist schon wieder vorbei. Weil wir da immer den Ball zurück in Rückraum spielen müssen, leider. Oh, schöner Pass hier auf der Ferner. Aber Mader passt hier auf. Richtig gut gemacht. Sehr schön. So, Pfanne. Oh, Haugen. Sehr gut. Schön auf LeBeau. Come on. Ah, der ist ziemlich allein auf weiter Flur. Frühling mal wieder ein bisschen Platz. Kann wieder abziehen. So, neuer Spielaufbau. Oh, LeBeau, sehr schön gemacht. LeBeau, LeBeau, LeBeau. Oh Mann, den muss er doch einfach aufs Tor bringen. Uff. Schade, schade, schade. Eckball Hansa. Eckball Hansa auf Pfanne. Oh, das war doch Pfanne, oder? Nee, es war Lanius. Dominik Lanius war das. Gut. Gut gemacht. Kommt nochmal neuer Eckball. Neuer Versuch. Diesmal auf Rosbach. Was war das denn? Oh, hätte auch ein Foul sein können, oder? Schade. Und da pfeift der Schiedsrichter ab zur Halbzeit. 0 zu 0 im Ostderby gegen Dynamo Dresden. Wir haben eigentlich ein, zwei gute Chancen gehabt. Sehr, sehr schade. Können aber zufrieden sein. Also Tiki-Taka fühlt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser an taktisch. Wie gesagt, wir müssen ja am Anfang viel ausprobieren. Man sieht hier, wir haben auch mehr Ballbesitz. Das gefällt mir schon mal. Opi mit der besten Note bisher. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass tatsächlich die Torhüter besser sind dieses Jahr. Merkt man direkt. Springen nicht direkt gleich irgendwie ins Leere und kriegen 80.000 Gegentore. Was ganz nice ist, ehrlich gesagt. Sterner. Oh, gut den Ball geholt von Neidhardt. Leider nicht behalten. So, komm schon. Müssen wir weiter draufbleiben. Mader. Schön gemacht. Komm. Was? Das war ein Foul. Och, come on. Really? Das war ein Foul? Echt jetzt? Okay, Freistoß Dynamo. Bring ihn hier rein. Oh, da Ferner aber auch um einiges größer. Ne, es war Riesch, ne? Wer auch immer. Ich weiß es nicht genau. Sehr schön, Haarenbrock. Frühling. Ach Mensch. Oh, Coman wechselt zu Chelsea. Guck mal einer an. Schön gemacht von Haarenbrock. Pfanne. Oh, da haben sie ein bisschen Platz. Schön gemacht. Gut, und jetzt nach vorne. Come on. Oh,
Ah, abgegrätscht. Ich wollte da gerade zu Hamburg rüberspielen. Torwart kommt aber nicht mehr ran. Eckball wieder für uns. Auf geht's. Bisschen Wind tatsächlich jetzt wieder. Oh. Dynamo klärt erstmal. Neuer Spielaufbau. Pfanne. Ah, verdammt. So, diesmal sollten wir aber auch früher wechseln. Weil der Ball geht hier auf jeden Fall selten ins Aus, habe ich den Eindruck. Uff. Opi, sehr gut. Komm, jetzt schnell wechseln. Schiri, wir wollen wechseln. Le Beau. So. Oh, man sieht jetzt auch, wir haben auch Zeiträume, wo wir wechseln können. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir doch. Also, bringen wir Labour, der ist ein bisschen schneller. Ansonsten glaube ich, ja, wir bringen Zukowski für Mader. Machen wir diese zwei Wechsel. Come on, let's go. So. Eckball Dynamo. Mit Balua haben wir jetzt auf jeden Fall noch einen guten Konterspieler, der wirklich richtig, richtig schnell ist. Oh mein Gott, ich dachte jetzt gerade, uff. Gute Torchance. Aber Satz mit X. Haugen. Oh, schöner Pass. Oh nein, und der war abseits schon. Oh, schade, sonst wäre er da durch gewesen. Der ist so flott, der Bengel. Sehr schade. Oh, Bogenlampe. Ah, schade. Oh, Balua. Sehr schön. Ball erobert, Ball erobert. Balua. Balua. Balua auf Haugen. Haugen schießt. Und das war aber so schlecht. Eieieiei. Schade, schade, schade. Das war gar nicht mal so gut, ne? Oh, oh. Sterner, der ist durch. Oh, mein Gott. Upi hat ihn, Gott sei Dank. Uff, gute Torchance hier von Dresden. Eieieiei. Es wird aber auch immer spannender, ey. Sehr gut, komm. Konter, auf geht's. Nein, Neidhardt ist zu langsam. Hat halt keine Power mehr, ne? Muss man mal so ganz ehrlich sagen. Oh. Darf ich bitte den Lanius vielleicht haben, den ich da hinten drin habe? Nee, darf ich nicht. Gut. Oh, der ist ganz frei da. Oh mein Gott, Opi. Sehr gut aufgepasst. Come on. So. Nein, was mache ich denn da? Komm schon. Darf ich nochmal den Ball haben, bevor Abpfiff ist vielleicht? Hä, wollen die jetzt einfach das Unentschieden mitnehmen oder was ist hier deren Mission? Sehr schön. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Das ist, also manchmal, also die steuern sich wirklich wie ein Auto, also schlimmer. Wie so ein LKW, Freunde. Oh, was ist das denn? Oh, wir trennen uns 0-0. Wir schießen einfach keine Tore mehr. Oh Mann, ey, das wird ja wieder ein Start. Aber ich erinnere mich, bei FC24 war es ganz genauso. Da lief's am Anfang so absolut gar nicht. Uff, Dynamo auch nochmal ordentlich aufgeholt. Bessere zweite Hälfte gespielt. Viele Pässe. Obhoff wird Spieler des Spiels mit 8,5. Ja, hat auch klasse gehalten. Ach, Mensch, ey.
Leider nur 0 zu 0. Ich hätte hier gerne wenigstens ein Törchen gemacht, ey. Schade. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Bei Haugen lief es heute nicht richtig. Es gab nur 2 Schüsse. Sind Sie von dieser Leistung enttäuscht? Ja, das Problem ist, wir spielen dann Tiki-Taka. Ja? Wir spielen dann einfach Tiki-Taka. So. Und die Problematik ist, er kann einfach nur falsche 9 spielen. Ich verstehe es halt nicht. Das ist echt schade. Hauge motivieren. Wir haben unsere Strategie nicht umgesetzt. Das muss besser werden. Augen sieht das auch so. Frühling hat heute mit 11 erfolgreichen Dribblings eine überzeugende Leistung geboten. Wie würden Sie das kommentieren? Ja, der ist auf jeden Fall gerade richtig on fire. Der Kollege. Und ich hoffe, das geht natürlich so weiter. Schuster ist bei den Passstatistiken ihrer Mannschaft vorne. Ist das aus ihrer Sicht ein Trost, auch wenn kein Sieg rausgekommen ist? Ja, Schuster macht das auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also, ich finde, den kann man da auf jeden Fall für trösten. Er hat ein sehr, sehr gutes Passspiel an den Tag gelegt. Ich bin sehr zufrieden. Wir hätten aber eigentlich ein Tor schießen müssen, ey. Das ist zu wenig. Ich danke Ihnen für aber gut, wir sind halt auch Hansa, ne? Wir sind halt auch Hansa. Da passiert sowas dann schon mal gerne. Gut. Aber das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Alles andere schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Schreibt unbedingt, wie gesagt, schreibt bitte. Ballert die Kommentare voll, auch taktisch, weil ich bin taktisch hier wirklich ein bisschen aufgeschmissen, wie man sieht. Man darf sich da erstmal dran gewöhnen. Ich weiß auch nicht, ob es so gut war, tatsächlich am Anfang einzustellen. Wir wollen Simulationsgeschwindigkeit, weil das ist halt wirklich sehr, sehr langsam, wie wir sehen. Aber andererseits finde ich es auch gut, weil so läuft halt nun mal ein Fußballspiel ab. Und unsere Spieler sind natürlich auch noch nicht so gut, deswegen kann da auch nicht so schnell was funktionieren. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Schreibt, wie gesagt, fleißig in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Vielen Dank im Voraus und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.